Was ist der Inhalt einer Stellenbeschreibung? Fragezeichen. Nun, da ist zunächst mal die Stellenbezeichnung. Ja, das Kind muss einen Namen haben und so hat auch diese Stelle eine bestimmte Bezeichnung. Dann achten Sie mal drauf, kommt in Deutschland immer sehr früh die organisatorische Eingliederung. Wem untergeordnet, wem übergeordnet? Das nennt man organisatorische Eingliederung. Dann die Stellen Aufgaben. Sie können ja auch aus dem, was ich jetzt gerade sage, zwei Punkte machen. Die Stellen Aufgaben und die Stellen Ziele. Ich fasse das mal hier zusammen, aber man kann auch zwei Punkte draus machen. Dann die Stellen Befugnisse. Ja, welche Vollmachten hat man zum Beispiel? Die Stellen Anforderungen und die Stellvertreterregelung. Achtung, Stellenbeschreibungen haben eine gewisse Tendenz, einmal geschrieben zu werden und dann in irgendeinem Aktenschrank oder in irgendeinem Computer, auf irgendeiner Festplatte, in irgendeinem Intranet zu verrotten. Ja, die Frage ist, ist die Stellenbeschreibung noch aktuell? Stimmt das überhaupt noch so? Haben sich nicht die Anforderungen längst wieder gewandelt und so weiter und so weiter? Aber das führt uns schon im Prinzip zu weiteren Fragen, die man hier anschließen kann. Hier war nur gefragt nach Inhalt und das haben wir hiermit beantwortet. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.